Lauf nur mal. Nein, ich bin angespannt, ich bin nervös. Wenn ich das nicht höre, ja. Und das noch ein Party ist, ja, dann kannst du vorstellen, wie das Linie aussieht. Ich glaube, es ist der schnellste Dach der Welt. Ja. Von der habe ich eine Bodentemperatur von 56 Grad. Es ist Sturmlandschaft angesagt. Achtung. So, liebe Leute, jetzt gibt es was ganz Spezielles. Das ist mittlerweile schon ein guter Bekannter von mir. Das ist nämlich der Herr des Rasens, Phil Thorn. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Mich interessiert, wie du weißt, dieses Thema Rasen unglaublich. Ihr habt dieses spezielle Palettensystem. Wir sehen auch, man sieht diese kleinen Nähte. Ich glaube, es sind 400 Paletten. Mhm. Was hat es damit auf sich? Warum habt ihr das so gemacht hier und nicht Natur gesät? Ja, okay. Es ist Natur gesät, aber ja, wir sind auf einem Palettensystem, weil wir haben diese Multifunction Stadium, das weißt du. Und Sinn die Sache ist, dass wir das Stadium für alle verschiedenen Veranstaltungen nutzen. Von Ice Skating, Boxing, Pop-Concerts. Das heißt, der Volleyball. Rasen muss raus. Der Rasen muss raus. Ja. Wir haben das einmal probiert für, glaube ich, 25 Jahre. Ja, ich weiß, ja. Natürlich war nicht so erfolgreich. Ja. Das Rasen sieht ein bisschen traurig nach. Ja. So, dann haben wir diese Palettensystem entwickelt. Wir haben das jetzt 25 Jahre, glaube ich, jetzt benutzt. Ja. Und das ist, jedes Jahr entwickeln wir ein bisschen weiter. Ja. Ich kriege einen kleinen Zeitraum im Jahr, wo ich ein bisschen ein paar Ideen, wie wir das besser machen können. Die Mischung hat sich auch geändert im Verlauf des Jahres, die Rasenmischung. Ja. Ne? Das heißt, ein bisschen rustikaler, ähnliches gibt es ja beim Fußball auch. Ja, ja, genau. Es ist, wir probieren, natürlich für uns ist ganz wichtig, dass wir so nah bei Wimbledon bleiben. Für die Spieler ist wichtig, dann kommen zur Halle spielen und gehen direkt zu Wimbledon, ohne einen riesen Unterschied. Aber wir haben eine Fräse, das nimmt wirklich die Oberfläche ab. Ja. Und dann komplett neu einsehen. Und das Vorteil ist, dass jedes Jahr kann ich eine gleichmäßige Surface. Der fängt immer neu an, jedes Jahr. Und das heißt, über die nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 Jahre haben wir immer die gleiche Surface. Ja. Wir haben jetzt, weißt du, die Klimaanlage. 2400 Düsen, ne? Genau, genau. Dann gerade wenn das Dach zu ist, ist das wichtig, ne? Weil du Kondenswasser und so weiter wenn hast. Wenn das Stadion voll ist, mit 11.000, 12.000 Leute, dann ist das Luft hier natürlich sehr feucht. Und es wird rutschig, ne? Richtig? Genau, ja. Für die Spiele ist das ein Problem. Wir wissen, was wir wollten, aber das, dann haben wir viel getestet mit Rauchpatronen und alles zu kriegen. Damit ihr seht, wollten. Wohin die Strömung genau, geht. Genau, genau. Ja. Das war ganz wichtig für uns, dass von beiden Seiten, es bleibt über die Rasenüberfläche und dann das Luft heizt sich auf und geht irgendwie aus von der Membran seitlich da oben. Bevor es losgeht, sag mir noch, sind es die klassischen 8 mm? Ihr mäht ja nicht nur morgens oder mäht ihr abends auch noch mal nach? Nee, oder ist das manchmal von Fall zu Fall oder wie macht ihr das? Ja, wir haben ein relativ kleines Team. Ja. Wie viele Leute seid ihr? Drei. Okay. Aber ihr seid lange zusammen, ne? Also ihr kennt euch alle blind, jeder weiß, wie ihr arbeitet. Genau. Natürlich habe ich auch das Planteam hier, ohne den geht gar nichts. Das ist auch ganz wichtig für uns. Das heißt, das sind die, um das kurz zu erklären, die planen auch oben an den Trainingsplätzen ruckzuck drüber ziehen, ne? Das muss ja echt auch ein Team sein. Ja. Wimbledon wird das trainiert, das sind auch richtig feste Teams. Das trainieren wir auch. Genau, das trainieren wir auch. Wir haben wirklich eine super, super Stimmung, wir haben ein super Team. Was braucht ihr da für so einen Platz, um den abzudecken? Gibt es da irgendwie eine Zeit, wo du sagst, da müssen wir es packen? Weil das ist ja manchmal kompliziert, auch mit Schiedsrichter. Ja, natürlich. Wir machen immer Zeitlauf und das geht schwer und schwer jedes Jahr. Da kommen mehr und mehr Werbung auf das Platz und mehr und mehr. Wir sagen Sachen auf dem Platz und das muss alles weggeräumt und dann das Plan-Team. Ja. Und das ist immer auch eine Herausforderung für das Plan-Team. Aber also ich sage, wir bauen richtig gute Teams und wir haben unsere Zeitlauf für Platz 1 ist actually 50,5 Sekunden. Leute, 50 Sekunden schneller heißt, aus der Dach. Da ist ein, da ist ein Schiedsrichterstuhl, da sind Stühle, wo die Linienrichter drauf sind. Das heißt, das wegräumen, dann die Plane drüber und dann 50 Sekunden, dann ist aber wirklich ready. Dann ist kein Regen mehr drauf, das ist unglaublich. 8 mm oder was? Wie stellt ihr das ein? Meistens 7 mm schneiden wir heutzutage. Sie sagt, Moment, das ist ein schön alter. Ja, der ist aber alter, du. Das hat so 25 Jahre. Das hat so ein bisschen Wimbledon-Geruch. Ja, genau. Für mich, oder? Genau, ja. Wir haben natürlich ein paar neue Maschinen in der Zeit gekauft. Ja. Und, aber der schneidet ganz gut und tut, was ich will. Na ja, komm, dann will ich dich nicht bei der Arbeit stören. Ja, ne? Okay. Dann schneide ich aber. Na los. Ist die Linie, wo der Schnittlinie ist? Ja, das ist. Zeig mir nochmal. Ja, genau. Und da bin ich hier ungefähr. Ja, ja, okay, krieg ich hin.
Was ist hier Gas? Das ist Kupplung, das ist Gas. Ja, okay. So, wenn du zu Ende kommst, Gas aus und zieh das Gas rein. Aus heißt nachher. Ja, du musst aufpassen, dass das klemmt nicht die Finger. Ja. Die okay. Eine blaue und den ziehe ich einfach an. Ja. Oh je, ist das spannend. Und jetzt? Das gibt Gas. Na, ich traue mich nicht, man. Ich will ja nicht deinen Schlitt kaputt machen. Guck mal her, du. Ganz vorsichtig. Sonst beschwert sich der Federer noch. Ah, okay. Phil, ist das okay so? Bisher? Ha? Ist okay so, oder? Ja, ist okay. Ah, du bist nicht. Ich könnte sagen, das bangt ein bisschen mehr, aber. Ja, gut. Ist Gott sei Dank außen. Beschwert sich der Federer nicht. Lauf normal. Nein, ich bin angespannt. Ich bin nervös. So, warte jetzt. Hier ausmachen, ne? Ja. So. Komm, mach du lieber, du kannst das besser. Ich durfte auch nur ja, aus, natürlich. Ja, guck mal. Naja, jetzt komm! Ja, ein bisschen scheiße sieht's schon aus. Naja, ja. Ah, Mist. Was ist das für ein Zeug? Und vor allen Dingen, du hast immer so ein spezielles System. Wir werden gleich sehen, er spannt ein Band zum Einzelfeld zur Ecke hinten. Erstmal, was ist das für eine Pampe hier? Das ist eine gute Frage. Ja, siehst du, weißt du gar nicht, kriegt er das geliefert oder was ist genau. Das? Genau, genau was da drin ist heutzutage. Ich vergesse. Aber es muss halten, da gibt's mehrere möglichst lange, ne? Ja, genau. Das ist wichtig. Ja, ich mag hier in der Linie natürlich fresh jeden Tag, ja. Weil wir kriegen sehr viel Belastung natürlich mit den Tennisspielen, mit den ja, Schuhen, den Hackenstücken. Du machst das jeden Morgen? Jeden Morgen ja. Fresh. Gestricken, dass das natürlich für die Schiedsrichter so einfacher zu sehen ist, für die Linienschiedsrichter, ja. Für Fernsehen. Sag noch was zu dem Band. Warum spannst du das, das sehen wir gleich, in dieser speziellen Art quer ja. Über den Doppelkorridor, genau, sag ich mal. Wenn ich das nicht höre, ja. Und das noch ein Party ist, ja. Dann kannst du dir vorstellen, wie das Linie aussieht. Na ja, natürlich heutzutage auch mit den Topspielen ist es wichtig, das Linie ja. Muss gerade. Ja, die sind wir sehr haben, sensibel, ne? Genau, wir haben jetzt mit dieser Line, dieser Hokai, denn natürlich, wenn ich jeden Tag der Linie in eine andere Stelle habe, dann natürlich passt die Kamera. Funktioniert das nicht mehr. Ja. Nicht, ja. Und das ist jeden Tag geprüft, ich arbeite auch mit Hokai zusammen, den messen den Platz in der Linie und wir gucken, dass alles richtig ist und alles passt. So, das ist, warum ich nutze Saal, das ist die einfachste ja. Möglichkeit, ja. Eine gerade Linie okay. Zu ziehen. Was ganz klar ist, da traue ich mich nicht ran. Also er hat mich mähen lassen, das ist eine Sensation, da danke ich ihm auch. Seine Mitarbeiter haben ihm gesagt, was, uns lässt du nie mähen? Linie, Leute, no way. Wenn die das Ding so wird, wie ich das mache, spielt hier kein Mensch mehr. Mach ja, du mal lieber. Ich lass mein Team Centico auch nicht. Ja, siehst du, das macht der Chef persönlich. So, ja, genau. So Leute, das ist die Kontrolle für das Dach. Es ist, ich glaube, es ist das schnellste Dach der Welt. Ja. Es ist, das war früher 90 Sekunden und jetzt, genau. Erzähl, was hat sich getan nochmal? Die Technik entwickelt sich auch über die Zeit. Wir haben jetzt einen Frequency-Steuer für ihn jetzt. Und das heißt, es geht ganz gleichmäßig, die Geschwindigkeit. Es ruckt nicht mehr so. Genau, ne? Es ruckt nicht so. Wir haben nicht diese zwei Stufen. Ja. Wir haben, das wurde erzählt, von 90 Sekunden auf 60 Sekunden jetzt. Eine Minute und das Dach ist zu. Das ist, also wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Melbourne, der Center Court, das ist 20 und mehr. Wimbledon ich glaube, genauso. Wimbledon ist 40 Minuten. Ja, also das dauert ewig. Sind natürlich auch sehr schwere Dächer. Das heißt, das hier ist eine Leichtkonstruktion. Aber auch das ist perfekt. Du kannst eigentlich nach 5 Minuten weiterspielen. Ihr stellt dann immer schnell die Lüftung. Nein, ziemlich extrem, dass es sich durchlüftet und dann kann man schon weitermachen. Ne? Ja. So, wir stehen jetzt hier auch mal kurz Mitte des Platzes. Er hat die Düsen voll eingestellt, wir haben gesagt 2004 und es ist wirklich ein Luftzug von beiden Seiten und dann geht's hoch. Ja. Das ist ganz schön Power dahinter hier. Du. Ja, das ist. Muss ich wirklich gucken, wie viel Kubikmeter wir reinbringen. Ja. Kannst das aber regulieren? Ich kann das regulieren, natürlich kann ich nicht so wendig spielen. Das ist ein bisschen zu klar. Ich habe einen Change of Vents, dann drossel ich die Luft auf 100% und dann drossel ich noch wieder runter auf 50-60% im Spiel. Natürlich hinter den Players Banks haben wir die Düsen zugemacht, dass das keine kalte Luft auf dem Spiel ist. Das ist unangenehm. Ja. Aber man merkt wirklich hier, Wahnsinn. Dass wenn hier steht, von links, der von rechts und in der Mitte wirbelt das auf. Ja. Und das war wirklich die Sinn, die Sache, dass wir nimmt die Feuchtigkeit von das Rasen mit und dann geht der hier aus in die Luft. Das Ding ist bei Rasen-Tennis wirklich, es ist sein eigener Sport, weißt du? Mit Golf und Fußball kann man immer Wasser. Immer Wasser ist nicht ein Problem, das Grün zu halten. Manche
spiele. So manche Platz, die mögen das feucht, manche mögen das ein bisschen trockener. Mhm. Es ist immer eine Geschmackssache. Mit Tennis, das ist wirklich echt ein super schweres Problem. Das muss so trocken wie möglich. Er darf wirklich keine Feuchtigkeit. Und wir hatten dieses Jahr diese 30 Grad die Woche vor dem Turnier. Ah, ja. Und ich habe die End kriegt Sonne und wirklich hinten diese Baselinie bisher kriegt null Sonne. Ja, weil du hast eigentlich hier die ganze Schatten. Das sieht man auch in den Matches, du hast die ganze Zeit Schatten hier. Genau. So, ich hab gemessen, ich habe manchmal eine Bodentemperatur hier, wir sagen von 16, 17 Grad. Okay. Und da habe ich eine Bodentemperatur von 50, 60 Grad. Ehrlich? Ja, das ist heiß. 30, 40 Grad Unterschied. Genau. Und dann kannst du vorstellen, das muss ich balancieren. Ja, klar. Auch die Feuchtigkeit kommt da unheimlich schnell aus. Ja. An die Palettenwahl ist es kein richtiger eingebauter Festplatz mit dem Drainage-System. Ja. Das Palettensystem, wenn er austrocknet, ist gone. Das ist nichts so unten. Ja, ja, logisch. Und wenn man ein bisschen falsch schätzt, dann ist er ein bisschen zu trocken. Ja, ich hatte ihn tricky, für Montag, wir sagen, ein ganz bisschen zu trocken in ein paar Stellen. Ja. Das natürlich trägt sich durch die ganze Woche. Ja. So, ich sage, diese Balance zu kriegen, das schwierig. Ist schwierig. Aber das ist die Kunst. Das ist die Kunst, ja. Das ist eine Herausforderung. Jedes manchmal, Jahr. Ja, jedes Jahr das Wetter ist anders, ja, jedes Jahr ist die Bedingung anders. Ja. Der Unterschied zwischen normaler Rasentennis, wir sagen, und einem größeren Turnier, man muss Montag platzfertig. Egal, wenn es schneit, Regen, Sonne, ja, 30 Grad, 10 Grad. Das muss perfekt sein für Montag. Mm. Und das ist natürlich, wo die ein bisschen Know-how muss. Klar. Ja, ein bisschen, ja. Wir kümmern uns um die gesamte Anlage hier. Also Hotel, Sportpark, das Landhotel, rund alles grün, was ums Stadion rumwächst. Und natürlich insbesondere um die 10 Rasenplätze, die wir haben. Unser Tag beginnt jetzt während der Open damit, die Plätze fertig zu machen für die Spiele. Jeden Morgen frisch mähen, neue Linien draufziehen. Endet sozusagen abends damit, die Trainingsplätze fertig zu machen für den nächsten Tag, weil das einfach zeitlich sonst zu eng wird. So, hier ist ein paar von dem Werkzeug. Ja. Yeah. Meistens räumen wir aus jetzt vor dem Turnier, weil ich habe nicht genug Platz für alle Werkzeug hier rein. Ja. Du kannst sehen, wir haben die größte Triple-Rasenmäher, den nutzen wir außerhalb. Das ist der hier, ne? Ja. Ja. Wir nutzen den auch oft außerhalb die Turnier. Okay. Weil es einfach, wenn man alleine ist und einer ist on Urlaub, kann man schneller die Platz. Natürlich auch so ein kleiner Handmäher. Wenn wir mähen alle Plätze, das ist 50 cm breit, die Platz sind 40 Meter lang. Dann kann man 20 Bike, kann man die Maps ausdrücken, der läuft fast 20 Kilometer. Ja, ja. Das heißt, oben auf den Trainingsplätzen, müssen wir ja sagen, ist ja ein anderes System, weil das ist nicht das Palettensystem, sondern das ist quasi Naturrasen, der genutzt werden kann, ganz normal. Genau. Alle Plätze 1, 2, 3, die Matchcourts und die 6 Trainingplätze sind alle ganz normale, eingebaute, festgelegte Plätze. Das heißt, ein Drainage-System, eine Bodenschicht und das Rasen. Phil, du weißt, ich könnte mich stundenlang mit dir unterhalten, weil das ist irgendwie, man riecht den Rasen und also wenn Sie noch nicht in Halle waren, kommen Sie her. Zum Schluss, ich habe eben gesagt, ich stelle Ihnen noch eine philosophische Frage. Warum ist das, was du tust, seit Jahrzehnten dein Traumjob? Oh Gott, das sind Fragen. Aber ist doch so, oder nicht? Ja, ich glaube, wirklich, es ist ein bisschen im Blut. Es muss so. Es ist wirklich eine Leidenschaft für mich. Ich habe das vom Vater. Ich war geboren bei Tennis, aufgewachsen. Ja. Und wenn ich da draußen die Sonne scheint und wirklich der Rasen ist in einem Top-Zustand, man schneidet, das sieht einfach, da sitze ich und gucke ich das einfach an. Das ist, da versteht keiner hier das, glaube ich, außer mich. Ich verstehe. Ja, das ist und gut, wenn das ist man gut. ihn anschaut, dann glaubt man ihm das, Phil. Ja. Es war mir wieder ein Vergnügen. Ja, und schön, dass wir wieder mal so hinter die Kulissen schauen konnten. Wie gesagt, Halle riecht nach Rasen und er und sein Team sind dafür verantwortlich. Danke. Ja, danke auch.